So, wunderbar. Ich glaube, wir sind jetzt da. Wir sind jetzt live quasi. Wunderbar. Ja, schön. Ja. Fangen wir an? Fangen wir an. Fangen wir an? Wir begrüßen zum ersten interaktiven Live-Podcast Gedankenflimmern. Ja, was ist eigentlich ein Live-Podcast? Ich glaube, Podcast ist viel mittlerweile ein Begriff. Wir haben oder wollen uns regelmäßig treffen, um, ich sag mal, über Themen Digitalisierung in Bildung und Gesellschaft zu reden. Wollen das jetzt aber nicht nur per Audio machen, sondern eben auch die Möglichkeit bieten, mitzusprechen, mitzureden, sich zu beteiligen. Deswegen machen wir das über eine Videokonferenzsoftware und ja, jeder hat einfach die Möglichkeit, sich mit dazuzuschalten. Mit dabei der Frank Daxer, Jan Witzer sind jetzt auch schon mit dazugeschaltet. Freut uns sehr bei der ersten Folge. Ja, das Ganze wird auch live auf Facebook gestreamt und entsprechend aufgezeichnet und unter gedankenflimmern.de die Aufzeichnung veröffentlicht. Ja, kurz zu unserer Person. Stellst du dich mal vor? Ja, gerne. Michael Grunewald. Ich arbeite im Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der EKN, also Evangelische Kirche Hessen-Nassau, und bin dort Referent für digitale Welt. Das heißt, ein Arbeitsauftrag zu schauen, wie verändert sich die Gesellschaft durch die Digitalisierung. Ja, mein Name ist Tobias Albers Heinemann, Referent für digitales Lernen im Zentrum Bildung der EKHN. Und mir geht es eben darum, zu schauen, wie verändert Digitalisierung den Bildungsbereich und den Bereich des Lernens und was für neue Bildungsangebote gibt es durch digitale Tools, Digitalisierung. Neues Angebot haben wir jetzt ja im Prinzip jetzt hier auch schon durch unseren Podcast. Genau, wir probieren ja ein bisschen was aus. Genau, richtig. Weil Ja. ich glaube, das ist erstmal ein so ein wichtiger Aspekt, dass man anerkennt, es gibt noch nicht die ja, 100% gültigen und 0815 Lösungen, sondern wir bekommen durch Digitalisierung einfach ganz viele neue Möglichkeiten an die Hand. Live-Übertragung, Live-Beteiligung, Streaming, neue Formate. Und da muss man einfach ausprobieren. Ausprobieren und ja, schauen, was bewährt sich, was nicht. Genau. Richtig. Inklusive Fehler machen, Fehler erkennen. Von daher sind wir auch immer gerne auf für Rückmeldung offen. Wenn ihr also sozusagen uns zurückmeldet, dass dieses oder jenes nicht so ist, das kann inhaltlich sein, das kann methodisch sein, dann bitte einfach rüber. Genau, richtig. Ja, und für heute haben wir uns auch schon ein Thema ausgedacht. Und zwar, wir wollten einmal generell über diesen Punkt Digitalisierung reden. Was ist das eigentlich? Was bedeutet das? Was bedeutet das auch für den Bildungsbereich? Und dann, ja, wir hatten jetzt ja auch mal Erfahrung auch im Ausland gemacht, wollten wir einfach mal schauen, wie sieht es eigentlich in anderen Ländern auch mit dem Thema Digitalisierung aus? Ist es wirklich so, man sagt ja mal, Deutschland ist digitales Entwicklungsland. Wie sind so die Erfahrungen woanders? Genau, das eben nicht nur auf dem formalen Bildungsbereich, das heißt, das, was wir an den Bildungsveranstaltungen oder schulische Bildung oder in den organisierten Bildungsveranstaltungen, sondern Bildung hat ja unterschiedliche Dimensionen. Es gibt ja formale Bildungsprozesse, es gibt aber vor allen Dingen auch informelle Bildungsprozesse. Das heißt, wenn wir uns bewegen durch die Welt, nehmen wir Dinge wahr, wir verarbeiten die und auch das trägt ja zur Bildung bei. Zumindest Persönlichkeitsbildung, Wissensvermittlung nicht unbedingt. Ja, sondern es oftmals haben wir so, dass wir Dinge sehen, dass wir versuchen, sie auf unserem Wissen, das wir haben, zu bewerten. Finden wir etwas gut oder nicht gut? Und ich glaube, diese Erfahrung eben auch, dass man Bildungsprozesse eigentlich jeden Tag hat, ja, auch ein ganz wichtiger ist. Ja, und dann kommt natürlich auch die spannende Frage dazu, im Moment in den Medien auch sehr präsent, ich sag mal so Ausstattungsintensiven von Bildungseinrichtungen, dass im Moment unheimlich viel Geld auch in Technik, in Inventar investiert wird. Bedeutet, ist das überhaupt die Umsetzung Digitalisierung im Bildungsbereich, dass man jetzt erstmal fleißig überall Technik anschafft oder geht Digitalisierung einfach nochmal ein paar Schritte weiter und wo befinden wir uns da eigentlich? Aber Michael, du hattest ja auch schon mal Gedanken gemacht. Ich finde es jetzt mal spannend, einfach mal darüber zu reden, was bedeutet überhaupt Digitalisierung, weil ich finde, das ist irgendwie so ein Buzzword. Also es taucht überall auf, jeder gebraucht es, es steht überall, es ist im vollen Gange und wir müssen agieren. Aber was ist eigentlich damit überhaupt gemeint? Was ist das?
Ja, ich werde öfter eingeladen zu Vorträgen, wo ich genau darüber berichten soll, was ist eigentlich Digitalisierung? Und ich unterscheide dann immer einerseits zwischen einem technischen Prozess, also tatsächlich etwas Analoges. Ja, ich habe früher bei Opel gearbeitet und dann hat man eine Stechkarte gehabt, die man in ein Automat stechen musste. Dann wurde die Arbeitszeit begonnen. Es gab jemanden, der diese Karte genommen hat, der sozusagen das ausgelesen hat, in eine Liste eingetragen hat, damit man am Ende des Monats sehen konnte, wie viel hat er gearbeitet. Ja, das ist sozusagen ein ganz analoger Prozess gewesen und das hat man jetzt in der Zwischenzeit digitalisiert. Ja, da gibt es unterschiedliche Formen. Man kommt mit einer Karte in ein Haus rein, man muss die schon gar nicht mehr zeigen und schon wird signalisiert, aha, der ist jetzt im Haus und die Arbeitszeit beginnt. Ja, und das sind so Prozesse, wo man sagt, Dinge, die mal früher stofflich waren, sind jetzt digitalisiert, das heißt, sind eigentlich in ein Datenformat übertragen worden. Und dieses Übertragen in das Datenformat verändert ganz vieles. Es bleibt nicht alles gleich. Ja, ich glaube, das führt auch ganz oft einfach zu Verwirrung, weil Datenformat ist etwas sehr Unkonkretes. Also wenn wir ein Papierformat haben, dann haben wir ein Stück Papier in der Hand, wir können was anfassen, wir haben was Haptisches. Wenn etwas Digitales dann nur noch aus Einsen und Nullen im Prinzip besteht, ein Dateiformat, können wir es eben nicht mehr anfassen. Wir müssen es uns vorstellen und wir reden dann über Sachen, die wir uns vorstellen. Genau, und vor allen Dingen, was kann man damit alles machen? Mhm. Ja, also um bei dem Beispiel zu bleiben, ich habe damals so Anfang der 80er bei der Firma Opel gearbeitet und die Firma hat ein Personalabrechnung und Informationssystem, also eine elektronische Verarbeitung von Daten eingeführt. Und wir als Beschäftigten haben gesagt, ja Moment, aber das verändert ja ganz vieles in unserem Arbeitsalltag. Ja, wenn früher mal gesagt worden ist, such mal alle Personen raus, die besonders montags und freitags krank sind, ja, dann war das eine Aufgabe von Monaten. Ja, das waren 43.000 Beschäftigte, blätter mal 43.000 Zeitkarten durch von Personen und schau mal. Ja, dann hat die Firma dieses System einführen wollen und hat gesagt, naja, es ist ja nur etwas digitalisiert, was wir analog schon hatten. Und da hat das Bundesarbeitsgericht damals gesagt, es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche, weil ihr jetzt in der Lage seid, ganz viele Daten ganz schnell miteinander zu kombinieren. Ja, die Daten haben sich ja nicht geändert, sondern das Format hat sich geändert und die Verarbeitung dieses Formates. Und das führt dazu, dass plötzlich ganz andere Dinge möglich wurden, die vorher unmöglich waren. Ja, also das heißt, dass eben durch die Digitalisierung einfach wesentlich einfacher wird, eine Vielzahl von einzelnen Informationen erstmal zu verbinden und einer einzelnen Person auch zuzuordnen. Ich meine, das ist ja das Prinzip, was wir ja auch im Bereich Big Data auch haben, dass wir eben, ich sag mal, durch unser Surfverhalten, durch unser Konsumverhalten, ich sag mal, Spuren hinterlassen, Spuren eingeben, die eben gesammelt, ausgewertet wird, dass Firmen im Prinzip diese Informationen mit unserer Person verbinden und somit dann eben auch eine zielgerichtete Werbeansprache überhaupt erst ermöglichen. Das ist ja im Prinzip dieser Prozess dann. Genau. Oder jetzt beispielsweise aufs Lernen. Ja, ich habe Englisch gelernt oder Französisch gelernt als Sprache. Ich fahre jetzt in ein anderes Land und habe aber nicht mehr das Wörterbuch dabei. Ja, ich habe in der Zwischenzeit in meinem Smartphone alles drin. Ja, und wenn ich dann jetzt, ich war gerade in Neuseeland, mir fällt ein englisches Wort nicht ein und dann kann ich einfach reinsprechen und kann sagen, sag mir mal, wie das auf Englisch heißt. Mhm. Ja, das ist eine andere Form des Umgangs miteinander. Das ist richtig. Ja. Und ich finde, das erweitert auch. Also wir waren letztes Jahr auch in Italien und unsere Partner dort sprachen weder Französisch noch Englisch, sondern nur Italienisch. Und wir natürlich kein Italienisch. Das heißt, wir haben uns in den 2 Wochen auch komplett über Übersetzungstools unterhalten. Und es hat auch funktioniert. Es hat natürlich jetzt nicht die Tiefe und die Exaktheit einer direkten gleichsprachigen Kommunikation, aber es war eine Kommunikation, die ohne diese Hilfsmittel nicht möglich gewesen wäre und hat uns im Prinzip dann erstmal ein Erlebnis dann überhaupt ermöglicht. Genau, und so ist Digitalisierung mehr als nur die Überführung von Daten von, ich sag mal, einem Aggregatzustand, Papierform, Wörterbuch, Stechkarte hin zu einem digitalen, sondern damit kann man auch mehr machen.
Genau, weil ich meine, das sehe ich ja auch ganz oft, also vor allen Dingen in Verwaltung oder auch in Einrichtungen, wo steht, okay, wir stellen jetzt um auf Digitalisierung, wir stellen um auf digital, wo im Prinzip analoge Daten in Form von Blättern, Schriftverkehr, Dokumentation jetzt einfach eingescannt werden und abgespeichert werden. Das heißt im Prinzip ein 1:1-Übertrag in ein digitales Format. Und ich habe eigentlich den Eindruck, dass für viele Menschen damit der Prozess der Digitalisierung erstmal abgeschlossen ist. Ja, leider. Leider, 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 genau. weil es natürlich genau den Effekt hat, ja, dass sozusagen die Überführung von so einem analogen Blatt in ein digitales Blatt erstmal noch keine Veränderung bringt. Außer dass man dieses digitale Blatt eben, sag mal, schneller verbreiten kann, als das mit einem analogen Blatt der Fall war. Ja. Ja, ich kann das ja von hier aus nach Neuseeland, nach Amerika, nach Asien schicken, ohne irgendwie groß Technik zu benötigen. Ja, klar. Ja. Und auf der anderen Seite heißt es aber auch, das merken wir gerade im Bereich von offenen Daten, also Daten, die der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Wenn ich jetzt beispielsweise sehe, wie ist die Gewässergüte in den hessischen Gewässern? Ja, dafür gibt es eine App, die hat die Hessische Technische Hochschule Mittelhessen in Gießen entwickelt, in einem offenen Datenlabor. Ja, das heißt, ich kann jetzt abrufen, wie ist eigentlich die Qualität? Geliefert wurden die Daten über diese Qualität, aber erstmal als ein PDF-Dokument, also ein digitales Dokument. Das kann aber eine Maschine nicht verarbeiten. Ja, Ja. also ich sehe jetzt auch, ich sag mal, in vielen Bildungssettings, jetzt gar nicht so in Schule, sondern eben auch vor allen Dingen im Bereich auch Erwachsenenbildung, formieren sich zahlreiche digitale Formate. Find ich super, ist ja auch mein Arbeitsfeld. Digitalformate, die zum Beispiel durch Lernplattformen wie Elias oder Moodle ein schulisches Bildungssetting 1:1 digitalisieren. Also das heißt, ich habe einen festen Kurs, eine feste Gruppe. Ich kann natürlich, wann ich will, mich einloggen, mir Informationen beschaffen, lesen. Aber die Präsenztreffen sind zu bestimmten Uhrzeiten, die Vorträge sind zu bestimmten Uhrzeiten und auch nur an eine ganz geschlossene Gruppe auch gerichtet. Das ist auch so eine klassische 1:1-Übertragung und da denke ich auch, da geht noch mehr, weil du sagst es ja leider. Was denkst du denn, was haben wir denn überhaupt für Möglichkeiten beziehungsweise auch für Anforderungen oder wo sind wir auch als Bildner, als Referenten, als hauptehrenamtliche Mitarbeiter gefragt, im Bereich Digitalisierung zu wirken? Was für Potenziale müssen wir denn wahrnehmen? Naja, du hast ja, ich sag mal, auf dem Blog Gedankenflimmern hast du ja einen Text veröffentlicht, der sich mit Digitalisierung, digitaler Transformation, da unterscheidest du ja zwischen Digitalisierung und Transformation und dem Bildungsbegriff auch nochmal sozusagen einen Blick drauf wirfst. Ja. Und da ist ja einerseits die Frage, was macht sozusagen Digitalisierung oder die Nutzung von digitalen Möglichkeiten in Bildungsprozessen. Ich habe eine Ausbildung gemacht in einem E-Learning-Labor, ja, wo man solche Bildungsprozesse systematisiert. Ja. Wie kann man einsteigen? Wie kann man, in welchem Format kann man Bilddateien abspeichern, Bewegtbilddateien, Videodateien, die Leute dann zeitlich unabhängig auch anschauen können. Aber immer die Frage, die ja auch in diesen Prozessen drin steckt, was will eigentlich Bildung? Ja, also geht es um Wissensvermittlung? Da kann man relativ gut, sag ich jetzt mal, Dinge, die man analog gemacht hat, auch einfach nur digitalisieren. Ja, zu sagen, es geht um Wissensvermittlung, wie funktioniert was? Und ich habe ein Handbuch, das war früher sozusagen klassisch Handbuch und das kann ich jetzt digital ablegen. Dann habe ich ein digitales Handbuch. Wenn ich noch besser bin, gehe ich hin und mache das digitale Handbuch in einem Format, das ich eben auch direkt bearbeiten kann. Ja, wo man sagen kann, aha, da hat sich etwas verändert und dann kann ich das digital verändern und habe dann so etwas wie Wiki, ja, wie eine Wiki. Also Wikipedia kennt jeder, ja. Das hat natürlich einen Ersatz und da kannst du Wissensvermittlung relativ einfach gestalten, übertragen von analogen auf digitales, plus die Vorteile. Aber es ist ja kein Bildungsprozess in dem Sinne. Nee, also für den Bildungsprozess würde es denn ja auch erstmal bedeuten, dass wir als Bildner
dass wir auch erstmal anfangen, über die Bildungsziele und Lernziele auch erstmal nachzudenken, weil du sagtest ja, bleibt es bei der klassischen Wissensvermittlung, wie wir es auch in einem schulischen Bildungssystem auch haben, das heißt vorgegebener Lernstoff, der in vorgegebener Zeit bis zu einem bestimmten Prüfungsdatum gelernt, dann reproduziert werden muss, oder haben wir einfach noch andere, ich sag mal, Skills oder andere Fähigkeiten, die wir eben ansprechen. Da gibt es ja auch dieses, ich sag mal, 4K-Modell, was sich ja jetzt auch, ich sag mal, herausgearbeitet hat. Also die, also kritisches Denken, Kreativität, Kommunikation, Kollaboration. Und da finde ich, das sind einfach ganz wichtige Ziele und Lernziele, die wir, ich sag mal, neu in unsere Formate auch mit einbauen müssen. Oder Charakterbildung und das Lernen über das Lernen. Also Lernen muss ja nicht immer stattfinden, indem es einen Lehrer und Schüler gibt, sondern Lernen kann ja auch, wie wir es in diesem Format haben oder auch in unseren Edu-Talks, in einem Gespräch stattfinden oder im Dialog, in einem Gruppenprozess auch stattfinden. Genau. Ich glaube, wir müssen auch hier nochmal unterscheiden, wirklich zwischen Lernen und Bildung. Ja? Ja, also natürlich. Es gibt ja so ganz alte Bildungsbegriffe oder Erklärungen, Humboldt oder Pestalozzi, die gesagt haben, ja, Bildung heißt eigentlich immer Persönlichkeitsbildung. Ja, es ist nicht nur Wissensvermittlung, sondern es ist ja auch die Frage, wie kommen sozusagen Informationen, die eine Person aufnimmt, wie werden die intern verarbeitet. Ich will es mal an einem ganz aktuellen Beispiel machen. Ich bin ja bei der USK, das heißt, wir untersuchen Computerspiele im Hinblick darauf, wie die Wirkung von Computerspielen auf bestimmte Gruppen von jungen Menschen ist. Mhm. Ja? Und da hast du natürlich, ein Computerspiel ist ja an sich erstmal kein Bildungsinhalt. Ja? Und trotzdem musst du in einem Computerspiel lernen. Ja. Und die Frage ist immer, was lernst du? Ja, gibt es sozusagen Lernen und Lernerfolgskontrolle. Und das, davon leben Computerspiele, dass genau das stattfindet. Aber über den Inhalt hinaus gibt es immer noch Dinge, die Persönlichkeit bilden. Also wenn du ein Computerspiel hast, beispielsweise in dem über Ausländer geschimpft werden oder Ausländer dargestellt werden oder Frauen eine Rolle zugewiesen wird, die, ich sag mal so, Geschlechterstereotype vermitteln. Auch das macht ja etwas mit denjenigen, die das Spiel spielen. Natürlich, das sind halt dann informelle Bildungsprozesse. Ja, und da auch nochmal wirklich zu schauen, was sind eigentlich unsere Lernziele? Also wie weit machen Lernziele Sinn, wenn ich jetzt als Erwachsenenbildner oder als politischer Jugendbildner oder als Jugendbildner sage, ich mache eine Veranstaltung zu einem Thema und ich möchte mit dieser Veranstaltung ja irgendetwas erreichen. Das heißt, ich habe irgendwelche Ziele. Ja? Und die sozusagen auch erstmal niederzuschreiben, zu sagen, was sind das für Ziele? Ja? Und dann hast du aber in diesen Veranstaltungen, neben diesen ganzen Zielen, die du erreichen magst, immer noch andere Dinge, die passieren. Ja? Das heißt, du löst etwas in den Teilnehmenden aus, von dem du gar nicht, erstens vielleicht gar nicht wolltest, dass es ausgelöst wird. Ja? Zweitens vielleicht gar nicht beobachten kannst, dass du es auslöst. Und da ist immer so ein bisschen die Frage, und da gibt es ja in der Pädagogik zumindest zwei Konzepte, nämlich einmal in ein didaktisches Konzept, zu sagen, wie lernen Menschen am besten. Ja? Und du als Veranstaltungsmanager in dem Augenblick sagst, ja, ich mache das so, es gibt einen Vortrag, es gibt eine Diskussion oder eine Arbeitsgruppe und dann eine Diskussion. Das heißt, du entwickelst ein Konzept, das dazu dienen soll, dass das Ziel, das du mit der Veranstaltung hast, auch erreicht wird. Ja, dann gibt es aber nochmal einen ganz anderen Begriff in der Pädagogik, der heißt Mathetik. Mathetik heißt eigentlich beispielsweise, es kommen Leute zu einem Thema zusammen, Veranstaltungsthema, und definieren selber, was sie eigentlich interessiert. Ja, also Barcamp ist ja ein Format, das sozusagen auch mit der Digitalisierung groß geworden ist. Ja. Und da ist ja sozusagen ein Stück weit genau dieser Ansatz drin, dass Leute zusammenkommen, die ein bestimmtes Interesse haben an einem Thema. Ja. Ja. Und wie sie sozusagen dieses Thema aufnehmen, wie sie an dem Thema lernen, was sie lernen wollen, das ist ihnen sozusagen individualisiert. Und da muss man, glaube ich, in solchen Formaten, digitale Formate, auch nochmal gucken, wie ist sozusagen das Setting von so einer Veranstaltung und gibt es eine Möglichkeit, beispielsweise über digitale Werkzeuge, die es auch gibt, nachzuprüfen, ob das, was du als Ziel eigentlich hattest von dieser Veranstaltung, ob das erreicht worden ist. Ja.
Und auch darüber müssen wir uns neu verständigen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil sozusagen diese Lernerfolgskontrolle, wie wir sie in der Schule kennen, ja in den Formaten, ich sag mal politische Jugendbildung, Jugendbildung, außerschulische Bildung, gar nicht vorhanden sind. Genau. Ja. Weil ich glaube, da, also es gibt ja auch dieses schöne Sprichwort, Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn du alles vergessen hast, was du gelernt hast. Und das zeigt eigentlich auch so ein bisschen meine Auffassung oder auch so meine Kritik in einem Bildungssystem, was eben auch auf Reproduktion ausgelegt ist, dass du dir bestimmtes Wissen aneignest bis zu einem bestimmten Punkt, eben zur besagten Lernzielkontrolle, und danach es einfach erstmal unwichtig ist und nicht mehr relevant ist und dann auch in Vergessenheit geraten ist. Und ich glaube, dass dann einfach der Ziel der Bildung eben an den Skills, eben besagten 4K-Skills zum Beispiel, kritisches Denken, Kommunikation, Kreativität, Zusammenarbeit, also Kollaboration, an der Charakterbildung, eben Sachen, die man nicht mehr verlernen kann, die einmal wirklich drin sind, diese zu formen und dort den Input zu geben. Ja, aber bleiben wir mal beispielsweise im kritischen Denken. Ja. Kritischer Denken als eine Vorgabe, das ist natürlich erstmal nur in Gesellschaften gewünscht, wo man sagt, wir wollen ja auch kritische Mitbürgerinnen und Mitbürger haben. Das stimmt. Ja, wenn da du das nicht andere, haben willst, definierst du das gar nicht. Ja? Also wenn du schulischen Unterricht, ich sag mal in Diktaturen oder totalitären Staaten, die es eher darauf ausgerichtet sind, das staatliche Gefüge aufrechtzuerhalten und zu stärken und keine Kritik. Also da ist ja Kritikfähigkeit gar nicht gefragt. Richtig. Ja, sondern wenn, dann nur in, sozusagen in etablierten Strukturen. Mhm. Ja, wenn wir, und das ist ja zumindest unsere freiheitlich-demokratische Grundordnungsidee zu sagen, wir wollen ja selbstständig denkende Menschen, die gemeinschaftsfähig auch sind. Ja, und dazu gehört auch eine Kritikfähigkeit. Also musst du Kritikfähigkeit auf jeden Fall lernen. Richtig. Ja, man kann das in analogen Lernprozessen genauso machen, wie wir das in digitalen Lernprozessen machen können. Was sich aber durch Digitalisierung verändert hat, ja, oder digitale Transformation verändert hat, ist, dass wir heute in vielen Bereichen neu lernen müssen zu kritisieren, weil bestimmte Prozesse für uns gar nicht mehr einsehbar sind. Ja. Und weil du sagtest vorhin auch Kritikfähigkeit, also das kritische Denken oder das, was in der Definition der Medienpädagogik eben ja auch als Medienkritik ja auch formuliert ist, geht ja auch weit über Kritisieren und Kritikfähigkeit auch hinaus. Also geht es vor allen Dingen auch um, ich sag mal, Bewerten von Informationen in einem digitalen Zeitalter, wo eben die Informationen, die unseren Alltag bestimmen, unheimlich einfach manipulierbar auch sind. Also das sieht man bei ganz vielen Nachrichten- oder Zeitungsformaten, Informationsportalen, die ganz klar einer gewissen politischen Szene dienen, eine politische Strömung haben. Und ich glaube, da müssen wir einfach als festes Bildungsziel diese Informationskritik mit formulieren. Ich sag mal, wir haben ja früher immer gesagt, oder zu meiner Schulzeit hieß es, ich muss nicht alles wissen, ich muss nur wissen, wo es steht. Das hat sich ja heute grundlegend geändert. Ich weiß ja, wo es steht. Wikipedia, ich gebe es bei Google ein, zur Not finde ich bei YouTube ein Video drüber. Heute müssen wir ja wissen, wie gehen wir mit den Informationen um, die wir gefunden haben. Also das heißt, das ist nochmal eine ganz andere Herangehensweise an diese Information. Und wie kann ich sie hinsichtlich Authentizität auch bewerten? Und wo finde ich vor allen Dingen auch, ich sag mal, Vergleichsinformationen? Genau. Das ist aber nichts, also das ist im Grunde genommen nichts Neues, weil es auch in analogen Zeiten ja schon da war. Also ich bin ja sozusagen auch als Vertreter der kritischen Theorie, Frankfurter Schule in der Soziologie. Ein ganz wichtiger Punkt war ja genau die Kritikfähigkeit. Ja, die Kritikfähigkeit zu lernen, auch lernen zu lernen. Was sich geändert hat, ist ja, dass die Möglichkeiten an Informationen zu kommen, ja, und die Möglichkeiten und, ich sag mal, die Masse an Informationen, die auf uns allen prasselt. Mhm. Ja, manche nennen das ja auch ein bisschen eine Informationsflut, also, oder ein Informationstsunami, ja, dass wir uns sozusagen aus diesen zunehmenden Informationsmassen immer mehr ausfiltern müssen, was ist eigentlich für uns relevant, was ist für uns irrelevant. Und dann haben wir zu einem und demselben, ich sag mal, Vorgang
so viele unterschiedliche Informationen, ja, dass wir eine Kompetenz brauchen und die ist sozusagen nicht von Geburt aus da, sondern die erlernen wir im Laufe unseres Lebens, zu sagen, wie bewerte ich eigentlich diese Information? Ja, durch die Digitalisierung viel mehr Information, viel schnellere Information, aber diese grundsätzliche Fähigkeit zu unterscheiden, was ist für mich wichtig und was ist für mich nicht wichtig, das ist im Grunde nichts Neues. Das ist im Grunde nichts Neues und auch die Fähigkeit, Kritik zu üben, ist im Grunde nichts Neues. Die Frage ist immer, wie weit ist sie gesellschaftlich gewollt? Das ist richtig. Ja. Einmal natürlich gesellschaftlich gewollt und dann ist ja auch die Frage, kann ich überhaupt beeinflussen, welcher Informationstsunami mich überhaupt betrifft oder von welchem Informationstsunami ich selber auch betroffen bin. Weil ich sag mal, auch hier gibt es ja Mechanismen, die steuern, welche Information ich überhaupt erstmal zu Gesicht bekomme. Genau. Genau. So, wir haben jetzt online hier auch, ich sag mal, im Livestream sogar noch ein paar Zuschauer, der David sagt Hallo, kommentiert. Ich sage auch erstmal Hallo zurück. Und wir wollten das Ganze ja interaktiv gestalten. Das heißt, wir bieten natürlich auch die Möglichkeit, wir freuen uns auch immer sehr, wenn es Kommentare dazu gibt. Ihr könnt dazu gerne, wie gesagt, im Feed kommentieren. Ihr könnt im Chat was schreiben oder, wenn ihr wollt, auch gerne eure Meinung jetzt als Videobeitrag mit reinbringen. Hierzu einfach mal vielleicht eine kurze Meldung dann im Chat und dann nehmen wir euch gerne mit rein. Kann man sich da auch digital melden, irgendwie so mit Hand hochheben? Ja, das geht auch, das geht auch. Aber ansonsten, wir sind ja alle, ich sag mal, kontextkreative Menschen. Also ich glaube, irgendwie so ein bisschen Pappe im Büro hat dann jeder gerade irgendwie so eine Handbastel, die man dann hochhalten kann, die Kamera. Das kriegen wir ja auch alles hin. Okay. Ja, aber ich sehe, dass einer zum Beispiel gar nicht über Bild verbunden ist, sondern da sehe ich nur einen Namen. Ja, das ist genau richtig. Der möchte vielleicht nur zuhören, das soll es ja auch geben. Ja, auch das ist in Ordnung. Richtig, wir freuen uns sehr. So, das war jetzt erstmal so ein bisschen Kontext Bildung. Wir hatten jetzt auch mal gesprochen, jetzt Digitalisierung, Deutschland. Man spricht immer so von Entwicklungsland in Deutschland, Land der Internetausdrucker und Webseitenarchivierer. Gerade was LTE-Abdeckung und sowas abgeht oder anbetrifft, ist auch mal so eine heiße Diskussion. Wir hatten letztens ein Gespräch mit dem Patrick Burkhardt, das ist der Staatssekretär aus dem Ministerium für Digitalisierung in Hessen. Fand ich auch sehr interessant über Digitalisierungsprozesse und Angebote in Hessen. Und vielleicht hast du das noch im Kopf, er hat irgendwie was gesagt von Datensätzen in Deutschland. Ich glaube, so pro Person gibt es irgendwie so um die, was sagt er, 20.000 Datensätze in Deutschland. Er sagte dann, in Norwegen sind es 8. Und da musste ich dann auch erstmal zeigen, ja, in Estland gibt es einen Datensatz. Und das ist ja auch genau der Punkt. Ich war ja letztes Jahr, war ich ja in Estland gewesen für eine Woche zum Austausch, weil Estland wird ja mal so als der goldene Teller der Digitalisierung auch hochgehoben. Und ich bin eine Woche hingefahren, um zu schauen, ist es auch wirklich so? Wir hatten viele Termine auch im Ministerium, in E-Estonia, also auch mit der Wirtschaft und vor allen Dingen auch im Alltag. Und mir hat es einfach mal geholfen, um Estland so ein bisschen vom goldenen Podest mit runterzuholen. Denn als wir angekommen sind im Hotel, gab es erstmal Stromausfall. So, das heißt, im Hotel gab es kein Licht. Im Hotel gab es keinen Kaffee nach dem Flug und nach der Reise. Das ist sehr schlecht. Vor allen Dingen auch, als wir auf Toilette gehen wollten, weil die ganzen Toilettenspülungen und Wasserhähne alle sensorgesteuert sind, die aufgrund des Stromausfalls auch nicht funktioniert haben, konnten wir auch die Toiletten nicht benutzen. Also das heißt, es war wirklich ein idealer Einstieg in, ich sag mal, das goldene Digitalisierungsland. Wir konnten nicht auf Toilette, wir konnten nichts trinken, wir konnten nichts essen und wir saßen im Dunkeln. Das erstmal, bis die Notstromgeneratoren im Hotel wieder funktioniert haben. Es hat ein bisschen gedauert. Da bekommt analog nochmal eine ganz neue Bedeutung. Kerzen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, die Küche hat uns dann irgendwann noch einen Salat zubereitet, weil wir ja doch recht hungrig waren. Ja.
Genau, und das war erstmal so der Einstieg, was auch gezeigt hat, okay, dort ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Das heißt, auch im Alltag. Ich habe zwar auch gemerkt, also ich bin ja ein ganz großer Freund von kontaktlosen Bezahlen, also auch über NFC, über Smartphone, über die Apple Watch, einfach dranhalten ans Lesegerät. Und hier in Deutschland ist es ja so, der Standardsatz in jedem Geschäft, kann ich hier mit Karte zahlen. So. Dann ist es ja auch noch ganz oft so, oft kann ich ja mit EC-Karte zahlen, aber eben noch nicht mit Kreditkarte, die ja eben mit diesen Apple Pay, Google Pay ja auch mit verbunden sind. Und dann funktioniert es manchmal auch nicht, weil die Internetverbindung nicht klappt. Diese Frage muss man in Estland gar nicht stellen. Also da kann ich grundsätzlich überall, konnte ich dort mit meinem Smartphone bezahlen. Das war echt fantastisch, auch für den öffentlichen Nahverkehr. Es gab da eine Karte, da ist ja eh kostenloser Nahverkehr. Das heißt, wir haben da im Prinzip auch nur so eine Karte zur Kontrolle bekommen, die man nochmal dranhält zur Personenzählung. Das lief wunderbar. Allerdings hatte ich auch die Situation in einem Geschäft, bin ich mit meiner Kollegin dann in einen Supermarkt gegangen, um uns noch ein bisschen Wasser zu kaufen. Die Kollegin ist an die Kasse für Selbstzahler, ich an die Kasse für die digitalen Bezahlmöglichkeit gegangen und dort hat das Kartenzahlen eben nicht funktioniert. Und da war das gleiche Set wie hier in Deutschland. Es musste erstmal eine Kollegin kommen, die kannte sich auch nicht aus und es hat gedauert. Letztendlich hat mir meine Kollegin dann noch das Geld geliehen, dass ich die Wasserflasche noch bezahlen konnte. Also von daher, es war etwas ernüchternd. Weshalb ich aber dazu gekommen bin, ich sagte vorhin die Datensätze. Genau, also in Deutschland, der Herr Burkhardt meinte so über 20.000, in Norwegen gibt es 8 Datensätze pro Bürger, in Estland gibt es einen zentralen Datensatz. Also man muss sich das so vorstellen, wir haben ja hier in Deutschland für alles mögliche Karten und Ausweise und Legitimationen. In Estland gibt es eine zentrale Karte, die ist mit einer ID versehen und mit dieser Karte, da ist alles verbunden. Da ist der Personalausweis verbunden, da ist der Führerschein mit verbunden, da ist die Krankenkassenkarte mit verbunden, da ist alles. Das heißt, mit dieser Karte sind natürlich auch Passwörter und PINs auch mit verbunden. Und da kann man sich komplett durch den bürokratischen Alltag sich auch durchwälzen. Generell, man kann in Estland bis auf 3 Sachen alles online auch machen bei den Ämtern. Ich glaube, heiraten, Haus kaufen und Scheidung, das funktioniert, da muss man, glaube ich, sogar noch persönlich hingehen. Das sind die 3 Punkte. Aber ansonsten funktioniert alles online mit dieser Karte. Da gibt es Lesegeräte für die Laptops. Steckt man die Karte rein, man gibt dann am Smartphone oder am Laptop seine ID an und man ist legitimiert im Prinzip als Person, die man ist. Und das ganze System ist so aufgebaut, dass die jeweiligen Zugriffsberechtigten nur auf den Bereich der Datensätze zugreifen dürfen, die sie interessiert. Das heißt, wenn ich beim Arzt bin, kann der Arzt nur auf die medizinischen Informationen und Daten zugreifen, die ich ihm vorher auch freigebe. Ja, also grundsätzlich nur die medizinischen Grunddaten. Er kann jetzt nicht auf den Führerschein, auf den Personal- oder auf die Autozulassung, sondern nur auf die medizinischen. Und ich kann dann im Bürgerportal als estnischer Bürger festlegen, okay, diese Informationen sind für den Arzt einsehbar und diese nicht. Also das heißt, da gibt es auch die volle Kontrolle, da gibt es ein funktionierendes Bürgerportal, da kann man sich einloggen und da sieht man auch, wer wann auf welchen Datensatz wie zugegriffen hat. Marc, jetzt, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich sag mal, als guter deutscher Bürger kommt man natürlich erstmal mit dem Argument, dieser Datensatz ist ja bestimmt manipulierbar. Also gerade auch beim Thema Online-Wahlen mit Sicherheit. Das war gar nicht meine erste Idee. War nicht deine erste Idee? Ja gut. Was machst du, wenn du die Karte verlierst? Verdammt. das ist eine gute Frage. Ja. Gibt es ein Masterpasswort? Was ist, wenn ich das vergesse? Also ich habe gerade ein bisschen mit meiner Sparkasse das Problem, dass ich mein Masterpasswort vergessen habe und mir ein Neues zuschicken lassen muss. Dafür gibt es 2 Wege. Nämlich ich kann dort anrufen. Da brauche ich aber meine Telefon-PIN, die ich aber schon längst vergessen habe, weil ich online jetzt in der Zwischenzeit seit 30 Jahren mein Bankkonto führe. Okay. Also vor 30 Jahren habe ich das vielleicht mal angelegt, aber ich weiß es heute nicht mehr. Ja, und das andere ist, ich muss ein Formular, also ein Papierformular ausfüllen, in einen Umschlag stecken und hinschicken, damit mir ein neuer Zugang zu. Ja.
Also man kann sich dort in der Verwaltung dann sicherlich eine Zweitkarte dann oder Ersatzkarte beantragen. Zum Thema Innovation erstens aufgefallen ist mir natürlich auch, dass die Verwaltung und auch Rathäuser, vor allen Dingen auch in Tallinn, keineswegs barrierefrei sind. Also man vergleicht ja auch immer mit also digital innovativ mit generell genereller Innovation, aber das war überhaupt nicht so. Also Aufzüge gab es da, glaube ich, nur einen, weil ein Abgeordneter oder ein Politiker wohl auch mal eine Gehbehinderung hatte und wegen ihm das eingebaut wurde, so ein schmaler. Ansonsten riesige, schwere Holztüren, die man manuell aufmachen muss. Also ja, keineswegs barrierefrei. Jedenfalls, bei der Vorstellung habe ich natürlich auch gefragt, wie ist das denn mit der Datensicherheit, wenn es nur einen zentralen Datensatz gibt? Das ist doch bestimmt manipulierbar. Wie ist das bei Online-Wahlen? Man kann in Estland, kann man auch online wählen. Und die Antwort, die ich bekommen habe, die ist eigentlich auch maßgebend, weil die Antwort war, es ist im Prinzip nicht unsicherer als auf Papier. Also es gibt natürlich keine 100% sicheren Systeme, aber Papier ist noch wesentlich unsicherer. Und die Esten, die haben grundsätzlich gesagt, sie misstrauen Papier. Einer Krankenakte zum Beispiel, da hat man überhaupt, also aus Papier hat man überhaupt keinen Einfluss darauf, wer hat da jetzt reingeschaut. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Bekannten von mir, der war im Krankenhaus und war eine Notoperation und er ist dann 2 Wochen später von einem Bekannten von ihm angesprochen, der auch Arzt in dem gleichen Krankenhaus ist, der aber mit der Station und so erstmal nichts zu tun hat. Und der Arzt hat ihn darauf angesprochen, was da mit ihm wäre, und weil er hat da mal seine Krankenakte da gesehen und hat da mal durchgeblättert aus Interesse. Und so ging dann im Prinzip die komplette Krankengeschichte eigentlich aus dieser Privatsphäre raus an jemanden anderen, und er hat ihn dann, ich sag mal, in einem privaten Setting darauf angesprochen. Und so ist es ja auch mit manuellen Informationen, Papierinformationen. Da haben wir ja auch keinen Einfluss drauf, wie, ich sag mal, wer darauf zugreift. Ich persönlich gleich bin sehr zwiegespalten zwischen diesem Prinzip, diesem Komfort. Es gibt nur einen einzigen Datensatz. Wie oft habe ich es, dass irgendeine Behörde unvollständige Daten von mir hat oder ich dann nochmal nachregulieren muss, dass ich die Kontrolle über die Daten habe, dass gesetzlich geregelt ist, dass die Daten den Bürgern gehören und dass der Staat haftbar bei Missbrauch gemacht werden kann. Auf der anderen Seite natürlich mein liberales Verständnis über nicht dezentrale Datenlage. Was ist in der Tat, wenn so ein Datensatz manipuliert ist und es nur diesen einen gibt? Was ist mit der IT-Sicherheit, mit dem Datenschutz? Und da bin ich auch so ein bisschen, wahrscheinlich auch aus der deutschen Geschichte heraus, sehr misstrauisch noch. Ja, das ist auch der Punkt, an dem ich dann einhaken würde. Also die Vorstellung, dass 1933, als hier eine Macht übergeben worden ist an einen Diktator, dass er sozusagen ein Zugriff hätte als Staatsoberhaupt auf personenbezogene Daten, die beispielsweise Religionszugehörigkeit erfasst. Es ist in keinem Land, in den Niederlanden hat kurz vor Ausbruch des Krieges oder zu Beginn des Krieges eine Volkszählung stattgefunden, und es ist den Nationalsozialisten in keinem anderen Land gelungen, so viele Juden zu erfassen und zu töten wie in den Niederlanden, weil vorher genau erfasst worden ist, wer jüdischen Glaubens ist. Ja. Da sehe ich schon grundsätzlich ein Problem. Also wer hat Zugriff zu den Daten, und bleibt das auch immer so? Ich bin ein großer Freund von Datenerfassung, ganz persönlich. Ich glaube, dass es viele Bereiche gibt, in denen es Sinn macht, digitale Daten zu erfassen, beispielsweise in der Gesundheitsversorgung. Ja, zu sagen. Nur die auch wirklich zu anonymisieren, das heißt von der Person wegzunehmen. Die andere Frage, das ist mir in Neuseeland aufgefallen, und auf diese Idee kam ich gar nicht, weil ich es vorher noch gar nicht kannte. Auch das sind ja sozusagen, Urlaubsreisen sind ja auch Bildungsreisen. Natürlich. In Neuseeland gibt es gar kein Meldewesen. Ah, okay. Du musst dich gar nicht irgendwo anmelden. Du kannst in Neuseeland wohnen, wo du willst. Du musst dich nicht ummelden, du musst dich nicht anmelden. Ja? Es gibt Meldewesen, wenn du arbeitest. Du musst dich bei deinem Arbeitgeber melden mit Daten, damit Steuer und Versicherung und sowas klar ist. Wenn du
ich habe ja die Erfahrung gemacht mit einem Auto. Also ich hatte mir in Neuseeland ein Auto gekauft. Ja, das ging ungefähr so, willst du das Auto kaufen? Sag ich, ja klar, will ich das Auto kaufen. Okay, gibst du mir das Geld, gehst du zum Postamt und meldest es auf deinen Namen an. Dann bin ich zum Postamt gegangen, habe gesagt, hier, ich habe jetzt gerade mir ein Auto gekauft. Dann sagt die, ja, gib mir mal das Autokennzeichen. Dann habe ich gesagt, okay, das Autokennzeichen ist APS 830. Dann sagt sie, okay, ich habe alle Daten von dem Auto, die Steuer ist bezahlt. Versicherung gibt es da keine fürs Auto. Sie sind jetzt der neue Besitzer. Bitte tragen Sie hier Ihren Namen und Ihre Führerscheinnummer ein. Das ist ein Formular, das passt auf die Rückseite eines Bierdeckels, um mal bei Friedrich Merz zu bleiben. Ja, das ist mehr brauche ich von Ihnen nicht. Es kostet $9, das war 5 Minuten. Ja, super. Da würden Bürokraten super. Hier vollkommen am Boden liegen und sagen, das geht gar nicht. Das stimmt. Ja, das heißt also auch nochmal zu fragen, welche Daten brauchen wir überhaupt? Richtig, richtig. Welche Daten brauchen wir und wo ist sozusagen eine Digitalisierung von Daten auch sinnvoll? Ja. Was mich ja nervt, ist, wenn ich in ein Krankenhaus gehe und habe eine Untersuchung und dann werde ich gefragt, ja, natürlich, genau. Blablabla, welche Daten, und dann habe ich 2 Minuten ja später beim nächsten Arzt im gleichen Krankenhaus und dann werde ich wieder die gleichen Fragen. Das nervt. Natürlich, weil die Informationen, die liegen ja vor, die gibt es ja schon. Die liegen vor, richtig, die liegen sogar im gleichen System, aber beispielsweise... Richtig. Der Arzt sagt, naja, so ein persönliches Gespräch ist ja auch nochmal was anderes. Ja, ja, natürlich. Aber so kann ja wenigstens gewährleistet werden, dass ein Arzt auch wirklich auf die wichtigen Informationen auch zugreifen kann. So ist er darauf angewiesen, dass der Patient ja erstmal den Patientenbrief vom Krankenhaus auch weitergibt. Und das ist total umständlich. Ich meine, zum Thema Auto, finde ich auch interessant, Thema Datensammlung. In Estland ist es so, wenn man das Kennzeichen oder die Fahrzeugnummer eines Autos, was ja, also Kennzeichen ist auch öffentlich, in einem Portal eingibt, bekommt man die Reparaturhistorie angezeigt, also der Inspektionen und was an dem Auto schon alles dran war und wann es repariert wurde. Nicht personengebunden, also losgelöst von den personengebundenen Informationen, aber wie gesagt, die Reparaturhistorie des Autos. Finde ich auch nochmal gerade bei Gebrauchtwagenkauf auch eine ganz wichtige oder interessanten Ansatz. Ja, das ist in Neuseeland auch. Du hast online ein Eingabefeld, du gibst das Kennzeichen ein. Das Kennzeichen des Autos verändert sich auch nicht. Ja, ein genau, Auto, richtig, ein Kennzeichen. Richtig, ja. Das ist nicht personenbezogen, sondern das ist autobezogen. Und du gibst dieses Autokennzeichen ein und du bekommst die gesamte Historie. Ja. Wann ist das Land gekommen, wurde mal in einem anderen Land zugelassen, wie viele Besitzerinnen, Besitzer hatte das, also ohne jetzt geschlechterspezifisch, sondern wie viele Vorbesitzer. Du bekommst mit, wann ist es zum TÜV gefahren. Ja? In Neuseeland hast du einmal im Jahr TÜV, ist das Auto älter als 20 Jahre, hast du jedes halbe Jahr TÜV-Untersuchung. Dann wird ein TÜV-Bericht erstellt. Du kriegst zumindest öffentlich mit, dass das Auto durchgefallen ist und wann es sozusagen den Bericht geschafft hat. Du siehst die Kilometerfahrleistung, ganz wichtig. Ja, also richtig. Es sind Betrugsfälle aufgetaucht, wo dann einfach Leute den Taro zurückgedreht haben, richtig, oder digital zurückgesetzt haben. Das fällt sofort auf, weil es, wenn er am 27. Januar... Du siehst die Historie, ja. Genau. Du siehst die Historie. Du hast ganz viele Informationen, die aber nicht personengebunden sind, sondern autogebunden. Ja. Das ist total klasse. Ja. Und worüber ich mich auch freuen würde, ein System, wie es die Esten haben, wie es auch die Norweger haben, man muss die Steuererklärung nicht mehr machen. Ja, sondern ich meine, die Informationen, wie viel man verdient, was man ausgibt, das liegt ja eigentlich auch alles vor. Die bekommen im Prinzip vom Finanzamt oder von der Finanzbehörde dann eine Nachricht. Also die Abrechnung ist soweit alles fertig. Gucken Sie nach, ob das stimmt oder nicht. Und wenn ich sage, okay, das stimmt, dann drücke ich auf okay und dann ist das ganze Prozedere Steuererklärung für mich erledigt. Wenn ich aber sage, nee, da muss ich noch was angeben, da fehlt was, kann ich das natürlich im Nachhinein noch bearbeiten. Das ist etwas, was ich mir für Deutschland, bitte Finanzämter sehr genau zuhören, was ich mir für Deutschland sehr wünschen würde. Ja. Dann würde ich als Finanzwammler sagen, ja, wenn uns alles gemeldet werden würde, wo Einkommen bestehen, ja,
Ja. Dann gibt es Ländergrenzen, dann werden nicht alle Daten geteilt, weil wir wissen ja nicht unbedingt, ob jemand Hausbesitzer ist und Mieteinnahmen hat oder nicht, weil das ist ja wiederum sozusagen... Das kann man ja mit dann noch ändern und angeben. Genau, ja. Richtig. Das sind ja sozusagen auch mal nochmal deutsche Spezialitäten. Richtig, richtig. Mit der ganzen Teilung von Daten. Also wenn es ganz viele Datensätze gibt mit teilweise gleichen Daten, ja, unterschiedliche Daten, aber untereinander kein Zugriffsrecht gibt. Ja, das ist ja auch das, was Staatssekretär Burkhardt gesagt hat, dass eben Zugriffsrechte, wer darf auf welche Daten zugreifen, auch neu gedacht werden muss. Und das ist natürlich, das gab es in analogen Zeiten auch schon, aber da war sozusagen das Einwohnermelderegister beim Einwohnermeldeamt. Und wenn jemand von der Polizei Zugriff haben wollte, der musste natürlich darüber gehen und musste diese ganzen Akten oder Karteikarten durchgucken. Das war unvorstellbar. Ja, klar. Ja, sicher. Das ist natürlich heute möglich, birgt aber auch gleichzeitig die Gefahr des Missbrauchs. Ja, und da, glaube ich, müssen wir gesellschaftlich auch erstmal hinkommen zu sagen, welche gesellschaftlichen Regelungen wollen wir eigentlich? Ja, im Augenblick ist ja durch die Digitalisierung und die Möglichkeit, überall Videokameras zu installieren, richtig, so ein bisschen auf Boom in die Überwachung der öffentlichen Räume. Ja. Egal, ob das jetzt im Bus ist oder in den Bahnen oder an öffentlichen Plätzen, so als Allheilmittel zu sagen, wir haben hier eine Digitaltechnologie, die es uns ermöglicht, mit der digitalen Software Gesichtserkennung beispielsweise zu sagen, da ist irgendwas passiert da. Ich habe jetzt gerade gehört, dass in Darmstadt von einem Kollege in der Diakonie, in der Suchtberatung, die Polizei hat, weil dort auch im Umfeld, ich sag mal, gedealt worden ist mit Drogen, hat jetzt die Polizei Kameras aufgestellt, was natürlich zur Folge hat, dass man auch genau sieht, wer in die Suchtberatung geht. Richtig, richtig, richtig. Und auch das sind ja sensible Daten vielleicht. Ja, ja. Ja, es tut sich da unheimlich viel und man sieht, dass einzelne gesellschaftliche Systeme und einzelne Länder einfach noch so am Punkten sind, wo sie sich hinsichtlich Digitalisierung auch entwickeln. Oftmals ist es so, dass, ich sag mal, in einem ungeheuren Tempo neue Dinge eingeführt werden, wie jetzt zum Beispiel Überwachung per Kamera, das anlasslose Datensammlung oder Datensammlung generell. Es wird dann auch immer gekennzeichnet zum Schutz, zur Sicherheit, was viele Bürger so gar nicht mitbekommen. Und ich glaube, da besteht auch ein ganz klarer Bildungsauftrag einfach, auch zu qualifizieren, sich in dieser digitalisierten Gesellschaft einfach auch auszukennen, dass man weiß oder dass man eigentlich die Mechanismen kennt, die um einen herum installiert werden und auch überhaupt mitreden kann. Wenn ich mit vielen Leuten unterhalte und gerade das Thema Überwachungskameras anspreche, dann heißt es natürlich, ist doch schön, das ist doch für Sicherheit und das Sicherheitsgefühl und man hat ja nichts zu verbergen. Und da hängt aber viel mehr hinten dran. Genau. Und die Frage, um da nochmal sozusagen den Kreis zu dem Bildungsbegriff und zu dem, richtig, welche Kompetenzen brauchen wir eigentlich, ist ja, dass wir es heute mit Prozessen zu tun haben, die wir gar nicht mehr sozusagen in unserem Alltag durchdringen können. Das heißt, wir verstehen vieles gar nicht mehr, weil technologische Prozesse oder technische Prozesse auch ein Stück weit hinter unserem Rücken stattfinden. Also richtig, was zum Beispiel in einem Algorithmus, also in einem Computerprogramm passiert, das Gesichtserkennung macht, wissen wir gar nicht. Nee. Ja? Nee. Es gibt jetzt, ich habe gehört, gerade als eine Möglichkeit, es gibt jetzt bei einer Bankenkette Kameras, die Kolleginnen und die Kollegen am Bankschalter beobachten, die dort arbeiten, und die bekommen sozusagen einen Bonuspunkt, wenn sie freundlich lächeln. Oh. Ja, das heißt, da ist im Hintergrund ein Algorithmus, der überprüft, okay, ist die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter freundlich, weil das ist ja das Ziel. Wir wollen ja lächelnde, freundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Schalter haben. Aber kann die Kamera erkennen, ob man sozusagen... Sie können mich noch vollkommen. Ja, also können Sie sozusagen das unterscheiden und macht es überhaupt einen Sinn? Und wo bietet das auch eine Kontrolle? Ja. Das erinnert mich jetzt an diesen
Live-Hack, angeblichen Hack von TikTok, wo das Mädel ja erstmal so Beauty-Video angefangen hat mit Wimperngedönse und dann angefangen hat mit ihrem Lächeln und Wimperngedönse über politische Situationen in China auch zu berichten. Und das eben dadurch, dass sie das in dieses Beauty-Video integriert hat, eben nicht rausgefiltert wurde. Schöne Idee. Ja. Schöne Idee. Ich weiß zum Beispiel, als ich in China war, ja, auch das ist so ein Punkt, als ich in Peking war, ich bin kein Freund von digitalen Bezahlsystemen, muss ich immer sagen. Ja, also ich bin sozusagen ein Analoger mit Geldmünzen und Geldscheinen unterwegs. So einen dicken Geldbeutel. Genau, ich habe so einen dicken Geldbeutel, so einen Geldsack. Ja. Mit der Hüfttasche. Ich finde es immer schön, wenn wir zusammen essen gehen und das elektronische System funktioniert nicht. Aber als ich in China war, da funktionieren zum Beispiel Messenger-Dienste gar nicht. Hm. Also die wir verwenden, funktionieren dort nicht. Ja. Wir haben uns tatsächlich über ein Computerspiel, nämlich, ich weiß gar nicht mehr, Vier gewinnt, Quizduell hat einen Chat. Ja, genau. Wir konnten mit dem Quizduell-Chat, konnten wir sozusagen mit aller Welt kommunizieren, vorbei an jeglicher Zensur und an jeglicher Bildungsprozesse, einfach zu gucken, was passiert in der Gesellschaft mit Digitalisierung, wo schränkt es uns ein, das ist ja das eine, ja. Das finde ich auch in dem grundsätzlichen Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur sogenannten Datenhoheit, zu dem informationellen Selbstbestimmungsrecht. Ein ganz wichtiger Punkt, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, wenn Daten digitalisiert werden, ist es nicht einfach nur eine Überführung vom Analogen ins Digitale. Das muss man sich sozusagen immer wieder rausholen. Ja. Es bleibt nicht gleich. Es hat sich nur der Zustand geändert, sondern mit der Zustandsveränderung gibt es neue Möglichkeiten. Hm. Und diese neuen Möglichkeiten, die erscheinen uns nicht immer auf den ersten Blick so vordergründig, sondern die Möglichkeiten, ganz viele Möglichkeiten. Personalisierte Werbung ist ja nur ein Beispiel. Ja. Richtig. Ich finde immer noch ein harmloses Beispiel, weil das Schlimmste passieren kann, ist, dass du dir für 500 Euro ein paar Turnschuhe kaufst, von denen du dir ein halbes Jahr später sagst, warum habe ich mir nur die Turnschuhe gekauft? Oder? Eben. Ja, das ist sozusagen noch das, finde ich, am harmlosesten. Aber zu sagen, wo werden Verhaltensänderungen? Also man ist ja jetzt gerade dabei zu schauen, wie Kommunikationsprozesse, die in den sozialen Netzwerken stattfinden, wie werden die sozusagen beeinflusst, um Menschen auch in ihrer Einstellung gegenüber der Gesellschaft sozusagen zu formen, was vielleicht gar nicht deren Interesse ist. Ja? Aber wenn ich mir bei YouTube ein Video anschaue, bekomme ich auf der rechten Seite Hinweise darauf, welches Video mir auch gefallen würde. Richtig. Ja, ist ja auch generell bei Werbung, wenn wir eben durch, ich sag mal, die nicht durch Werbung, sondern eben durch die personenbezogene Anzeige von zu einem bestimmten Kaufverhalten auch gelenkt werden. Ich glaube, das ist auch mal ein Thema für eine separate Serie, für eine separate Folge, weil das einfach sehr, sehr, sehr tiefgreifend auch ist. Und das würde ich gerne eine der nächsten Episoden dann nochmal aufgreifen. Ja, das fände ich gut. Also finde ich auch ganz wichtig, weil das ist gesellschaftsprägend. Ja, auf jeden Fall. Ja. Interessant fand ich, du hast vorhin gesagt, wir stehen noch so am Anfang vor ganz vielen Möglichkeiten in den eher negativen Bereich, was mit Datensammlung passiert. Ich sehe es jetzt eher in den positiven Bereich, auch im Bildungsbereich. Wir stehen hier vor ganz vielen neuen Möglichkeiten, einfach auch neue Formate auch auszuprobieren und zu entwickeln, auch neue Bildungsinhalte, Lerninhalte zu erschaffen, vielleicht auch ganz komplett neue Settings auch einfach zu erschaffen. Und da meiner Seite einfach nur mal den Aufruf, Leute, probiert einfach aus. Also ich glaube, niemand hat den Anspruch, dass man irgendwie zack das perfekte Format hat. Und man spricht immer so schön vom Lust am Scheitern. Es darf auch mal was in die Hose gehen oder daneben gehen. Aber ich glaube, wir müssen einfach alle ein bisschen ausprobieren und schauen, was können wir einfach in dieser digitalisierten Gesellschaft, Gutes für uns und für unsere Arbeit auch tun. Und wie kann man dieses Thema Digitalisierung sich sozusagen auch nochmal fitter machen? Richtig. Auch ein ganz wichtiger Punkt, weil vieles von dem, dadurch, dass es neu ist, ja auch ein Stück weit einfach unverständlich ist. Genau.
So, ich gucke jetzt mal so langsam auf die Uhr. Es kommt jetzt hier nochmal ein Chat, eine Frage. Genau, brauchen wir eine unabhängige staatliche Kontrolle von Algorithmen? Ich würde sagen, in dem Prozess der Algorithmenerstellung, ja, nicht von staatlicher Kontrolle, sondern in dem Prozess der Erstellung von Algorithmen müssen bestimmte Ideen schon mit einfließen. Mhm. Darauf muss derjenige, ob das jetzt eine Firma ist, ob das eine staatliche Organisation ist, muss Einfluss genommen werden, schon alleine bei der Konstruktion von Algorithmen. Ja. Ja, dass ein Bewusstsein dafür besteht, was Algorithmen tun, ja, und wie Algorithmen auch negativ wirken können. Also wenn ich mir einen Algorithmus anschaue, der dafür da ist, in Polen kam das jetzt gerade raus, war jetzt gerade diese Woche ganz frisch, in Polen gibt es einen Algorithmus, der entscheidet bei arbeitslosen Menschen, wenn die sich an die Arbeitsagentur wenden, sagen, hier, ich bin arbeitslos, ja, ich wohne da und da, dann bekommen Menschen, je nachdem, wo sie sind, was sie machen, wer sie sind, bekommen bestimmte Punkte. Und dieser Algorithmus im Hintergrund gibt nachher der Sachbearbeiterin oder dem Sachbearbeiter eine Empfehlung, in welche Kategorie die Arbeitslose oder der Arbeitslose gehört. Da gibt es ein Drittel, die sind sozusagen leicht vermittelbar, ein Drittel, da müssen Maßnahmen hin und ein Drittel gehört abgeschrieben. Okay. Ja? Und Negativpunkt, zum Beispiel ein Negativpunkt gibt es, wenn du eine Frau bist. Das gibt schon einen Negativpunkt auf dem Arbeitsmarkt. Ja? Okay. Da muss man natürlich schauen, das ist eine Diskriminierung, ja, auf jeden Fall, ja, die bei der Erstellung des Algorithmus schon mitgedacht worden ist. Ja? Du wirst Algorithmen nie in dem Sinne kontrollieren können, dass du jetzt, ich sag mal, den Quellcode des Algorithmus versuchst zu verstehen, weil Algorithmen auch für diejenigen, die es erstellt haben, nachher undurchschaubar sind. Das heißt, zu kontrollieren, das ist ein bisschen so die Position von Algorithm Watch, die da sehr stark drauf achten. Es ist nicht so die Kontrolle des Algorithmus selber, sondern was fließt eigentlich in die Erstellung eines Algorithmus ein, dass das transparent gemacht werden muss. Okay. Nicht der Algorithmus selber, sondern eher die Erstellungsbedingungen. Ja. Okay. Gut. Ja, ich glaube, das war erstmal ein relativ runder Start jetzt von Gedankenflimmern. Die Stunde haben wir jetzt rum, an die wir uns ja auch halten wollen. Und ich glaube, wir haben jetzt auch viele Ideen, vor allen Dingen auch für weitere Folgen. Wir freuen uns natürlich auch immer sehr, wenn ihr Ideen auch mal oder Themen auch mit einbringt. Also das kann man über die Kommentare persönlich oder wie auch immer, ich sag mal, einbringen, auch sich mit dazuschalten, mitdiskutieren. Wir wollen da schließlich jetzt nicht nur etwas Frontales schaffen, sondern auch den Dialog fördern. Gut. Genau. Richtig. Wir haben ja zwischen unseren Gesprächen immer noch die Möglichkeit, Artikel zu blöden. Auf jeden Fall. Ja, das wollen wir auch machen, dass wir, sag mal, zu einzelnen Themen, die uns auftauchen, auch nochmal was aufschreiben, dass man nachlesen kann, dass ja auch dann wiederum in die Sendung einfließen kann. Genau, richtig. Also auch eine Aufforderung an die da draußen, die jetzt nicht hier im Raum sind, in dem analogen Raum sind, zu sagen, ja, das ist ein spannendes Thema, was meinten ihr dazu? Genau. Gut, dann würde ich jetzt an dieser Stelle unseren Podcast auch schließen. Ich möchte noch mal hinweisen, wir haben nächste Woche Freitag hier im gleichen Raum einen spannenden Edu-Talk mit dem David Rödler. Da geht es um Virtual Reality Konferenzen, das Potenzial für VR, für den Bildungsbereich. Freue ich mich schon sehr drauf. Und dann eine Woche später drauf, freitags, haben wir schon unsere zweite Folge von Gedankenflimmern. Und da sind wir in Frankfurt. Das stimmt, auf einer Konferenz der Bundeszentrale für politische Bildung, genau, die sich mit der Frage beschäftigt, wie wir eigentlich leben wollen unter dem Stichwort Digitalisierung. Genau, freue ich mich dann auch schon mal sehr und auch wenn ihr uns seht, dann auch wieder reinschaltet. Ja, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und gebt uns einen Daumen. Genau, macht einen Daumen hoch, ein fettes Like und ein nettes Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns im Podcast in 2 Wochen wieder. Bis dahin alles Gute. Tschüss. Tschüss.